Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier mit mir auf meinem Kanal. So, unsere beiden schlafen noch und sobald sie aufgewacht sind, werden sie sich hier mal um ihre Bedürfnisse kümmern und dann begeben wir uns auf Hochzeitsreise. Hier das Waschbecken, Spülbecken ist auch schon wieder kaputt. Können wir dann auch reparieren. Ich denke, wir werden jetzt hier nichts mehr kochen. Mal schauen, was der Kühlschrank noch so hergibt. Ja, das reicht noch für eine Mahlzeit, bis die beiden losfahren. Nadja, du kannst auch aufstehen, du hast auch Hunger. Ich denke, wir werden uns nur noch kurz hier um den Garten kümmern und um die Kuhpflanze. Und danach geht's dann los. Bevor ich nochmal den falschen... Ich denke, ich habe in der vorherigen Folge den Namen falsch ausgesprochen. Ich glaube, es heißt nur Selvadorada und nicht El Selvadorada. Aber das werden wir dann gleich sehen. So, sie essen schön gemütlich hier und erzählen sich was Schönes. Ach, es freut mich, dass sie die ganze Scheidungsgeschichte und so weiter vergessen haben. Denn, ich kann euch sagen, es war wirklich sehr, sehr schwer. Die beiden irgendwie wieder zusammenzubringen, damit sie sich wieder etwas besser verstehen. Ja, es war schon sehr schwierig. Aber wir haben es ja Gott sei Dank geschafft. Ich wollte nicht schon wieder nur irgendein Bild einblenden und euch sagen, ja, tut mir leid. Ja, es tut mir auch wirklich leid, aber ich wollte euch das wirklich dann halt nochmal zeigen. Ja. Die Nadja wischt das ja jetzt auf, dann ist die Umgebung auch wieder schön. Du kümmerst dich schon freiwillig um den Garten? Nö, okay, dann kannst du hier noch jäten, das Unkraut weg. Und ja, nein, Kuhpflänzchen, ich weiß, du versuchst immer irgendjemanden dazu zu bringen, deinen Kuchen zu essen, aber das klappt nicht mit uns, nein, nein. So, dann kann auch, was macht die Nadja? Oh, sie kommt auch freiwillig helfen. Okay, das freut mich sehr. Dann kannst du auch hier verkaufen. Alles verkaufen. Dann geht es schon schneller voran. So, Nadja, dann... Oh, du gießt. Okay, mach du. Freut mich wirklich, dass sie alles von selbst machen, freiwillig. Dass ich da weiter kein Auge drauf haben muss und sie immer anstellen muss, hier sich um den Garten zu kümmern. Sie machen das wirklich sehr gut und auch sehr gewissenhaft. Ja, Enrico, wenn du da nur rumstehst, dann schau bitte hier nach deiner Kuhpflanze. Dankeschön. Hier. Och, dieser Sabber. Aber nun gut. So. Die hat dann gegessen, dann kannst du noch mal streichen und mit ihr spielen. So, was machst du jetzt, Nadja? Noch immer gießen? Okay. Wenn du fertig bist, Enrico, du hast noch nicht alles geerntet, ne? Hattest wohl keine Lust mehr oder stand hier Nadja im Weg? Ich weiß es nicht. So, dann ist er fast fertig mit allem Ernten. Dann können wir... Ah, hier noch den Apfelbaum. Den könntest du auch noch machen. Ja, und dann kann es losgehen, ne? Dann reisen wir los nach... El Selvadorada oder nur Selvadorada, das sehen wir dann gleich. Ich überlege, ob wir dann da einfach campen, so mit Zelt, oder ob wir uns da irgendwie was mieten sollen. Naja, das sehen wir ja dann, wenn wir da sind oder uns das aussuchen können. Hier, die Nadja hat gerade nichts zu tun. Dann kannst du dich darum kümmern, dass wir in Urlaub fahren. Urlaub. In Urlaub fahren? Ja. So, mit Enrico und dann geht's los. Ach, ich freue mich schon drauf. Bin mal gespannt, was die zwei dann da so erleben werden. Ob sie vielleicht gar nicht alleine zurück nach Hause kommen. Wer weiß, wer weiß. Ja, wie heißt es denn? Ach ja, es heißt nur Selvadorada. Habe ich mich dann halt gut blamiert in der vorherigen Folge. Aber egal. Ja, wo gehen wir hin? Sollen wir uns hier ein Häuschen mieten? Oder nur mit Zelt und Campingplatz? Hm, das ist ja schön groß. Oh, Ruhe und Frieden, das wäre ja wirklich was. Ne, okay, da kann man dann halt nicht hin. Was ist hier?
Ach so, ja, okay. Ich habe verstanden, da geht's einfach mal weiter. Gruselige Krabbeltiere. Och nee, da mag ich aber nicht hin. Frischluft. Wie viel kostet das hier? Ich glaube, wir gönnen den beiden einfach mal. Ja, hier. Wir gehen hier hin. Genau. Zum Dschungelbungalow geht die Reise. Wie lange bleiben wir dort? Ich denke 2 Tage. Oder? Wir können ja immer noch verlängern, wenn wir bleiben möchten. So, jetzt erstmal für 2 Tage. Manchmal wird es einem ja auch langweilig oder man hat keine Lust mehr. Deswegen jetzt erstmal 2 Tage. Wir haben 8:18 Uhr. Ja, das geht ja dann. Dienstag bis Donnerstag. Vielleicht hängen wir noch ein paar Tage dran. Auch hier ist es ja wirklich schön. Ist ja schön eingerichtet hier. Also ich finde es gemütlich. Auch das Badezimmer gefällt mir. Ich mag solche Fliesen. Ach, ja. Oh, und so hier, wie das Waschbecken hier draufsteht, mag ich auch sehr gerne. Ich finde es sehr hübsch. Was haben wir denn da oben? Noch ein Schlafzimmer und ein Bad. Ja, doch, ich finde es ganz gemütlich, ganz hübsch hier mit noch einer kleinen Terrasse davor und ein Kamin hier oben. Und ich denke, unten war auch einer. Ja, da steht auch einer. Und hier draußen ein Pool. Ja, hier werden wir uns wohlfühlen, nicht wahr, ihr zwei? Nein, wir beschweren uns nicht über unser Liebesleben, denn wir sind ja wieder verheiratet, ne? Ich glaube, da sind doch noch ein paar kleine Überbleibsel. Willkommen im Dschungel, Nadja. Im Rahmen deines Mietpakets wurde praktische Abenteuerausrüstung zu deinem Inventar hinzugefügt. Wenn du den Dschungel von Belomisia erkunden möchtest, solltest du auf dem Marktplatz von Puerto Liamante noch mehr Ausrüstung finden bzw. kaufen. Ah, ja, ich denke, wir können den beiden ja auch. Sie sind ja nun verheiratet, hatten noch kein Techtelmechtel zusammen. Sie sind auf Hochzeitsreise. Und ja, ich denke, die zwei könnten sich ja mal amüsieren. Sollen sie das Schlafzimmer? Ich denke, wir bleiben im Schlafzimmer hier unten, oben. Und wir gehen gleich aufs volle Risiko. Ja, Baby machen. Mit Enrico. Dann schauen wir mal, ob wir dann auch zu dritt nach Hause fahren. Oh ja, hier können wir ja auch noch Ausschau halten nach schönen Pflanzen, ne? Dann geht ihr zweimal. Ich lasse euch zwei alleine in eurer Privatsphäre und schaue mich ein bisschen hier um. Ist auch wirklich sehr schön hier, so wie im Dschungel. Wir sind ja auch im Dschungel, haha. Aber ja. War jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön hier. Hol die Kerzen raus. Nein. So, ihr seht dann hier auch, dass sie wirklich zum ersten Mal ein Techtelmechtel haben. Und bisher habe ich hier noch nichts gesehen an Pflanzen. Hier kann man graben. Schöne Schmetterlinge fliegen hier. Hier, was ist das? Nein, auch graben. Wollen wir aber gerade, oder sollen wir auch alles ausgraben, was wir finden? Vielleicht finden wir was Besonderes, das man bei uns nicht findet. Wir versuchen es einfach mal. So. Wegen ersten Techtelmechtel. Okay. Ja, solange es nicht schlecht war, ne? Was? Schwangerschaftspanik. Wegen Versuch, Baby zu machen. Wenn ein Sim keine Kinder mag, gerät er bei einer möglichen Schwangerschaft ziemlich aus dem Häuschen. Ach je, wie lustig. Oh, schön. Ja. Dann bin ich gespannt, wie es wird, wenn sie dann wirklich schwanger sein sollte, ne? So. Ja. Dann kannst du hier ein bisschen ausgraben gehen. Und wir machen uns dann mal ein bisschen auf Entdeckungsreise hier. Wo kann man denn hier überall hin? Hier sind wir nur in unserem kleinen Dschungelparadies für uns ganz alleine. Hier steht ein Nachbarhaus. Ah, da steht schon was. Da können wir mal gucken. Kochbananenbaum ansehen. Ja, das kannst du dann auch machen, Enrico. Vielleicht, ich denke, die wachsen in der Zeit, in der wir hier sind.
Ableger davon kannst du trotzdem nehmen. Und wir werden dann mit Kochbananen nach Hause gehen und uns da welche anpflanzen können. So. Hier wird es ja schon wieder etwas. Ach, okay, hier kann ich nicht höhen. Doch, ich könnte schon hier hin. Aber, was denn hier? Öffentliche Toiletten? Naja, da fliegen ja schon Fliegen rum. Nein, danke. Was ist das hier? Vorbereitungsliste lesen. Mach das mal. Gut, du bist zum Bananenbaum unterwegs und du bist noch, mit den Ausgrabungen beschäftigt. Okay. Sieht doch gut aus. Ja, und ich denke, die beiden können ja dann auch sich aufmachen zu einer kleinen Erkundungstour hier, ne? Da, denn Rico ist schon los zum Lesen, was er da alles braucht. Dann können die zwei ja hier rein. Weg mit Händen, nein, wir lassen das mal sein. Wir lesen erstmal, was hat sie gefunden? Ein artefaktförmiger Dreckklumpen. Okay. Das hätten wir uns dann auch sparen können, ne? Nein, geh doch nicht auf dieses ekelhafte Klo, Nadja. Wartet in Schlange? Sind da so viele Leute, die da unbedingt, unbedingt auf dieses Klo möchten? Ich bezweifle es. Nadja, tu mir den Gefallen und geh bitte hier auf Toilette. Ja, da stand jetzt Schwangerschaftstest machen. Das mache ich aber ganz bewusst nicht. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. So, Enrico, bist du schon am Lesen? Es ist wichtig, sich mit der richtigen Abenteuerausrüstung auf die vielen im Dschungel lauernden Gefahren vorzubereiten. Sieh dir an, welche hilfreichen Waren die Marktverkäufer anbieten. Das Angebot ändert sich ständig, also schau häufiger vorbei. Okay, ich denke, dann werden wir auch mal zum Markt reisen. Hier, du kannst schnell noch. Nadja, warum schwimmst du jetzt im Pool? Ja, okay. Enrico, kannst noch mal schnell duschen. Und Nadja, du warst ja noch gar nicht auf Toilette. Warum? Warum schwimmst du zuerst eine Runde durch den Pool? Wenn man ganz dringend auf Toilette muss und man geht ins Wasser, dann muss man ja noch dringender. Das war irgendwie nicht ganz klug überlegt. So, wie kommen wir jetzt zu diesem Markt? Müssen wir da irgendwie das Telefon in die Hand nehmen oder sind wir hier schon auf dem Markt? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir müssen dahin. Ja, da kann Enrico gleich da anrufen und damit wir dahin kommen, sich ein Taxi bestellen hier im Dschungel. Die Vorstellung finde ich ja auch ganz lustig. Ja. Ach ja. Was? Warum schwimmst du denn? Ah, jetzt habe ich das verstanden. Okay, euch ist der Eingang hier einfach zu weit. Deswegen schwimmt ihr eine Runde durch den Pool und dann hier durch die hintere Tür rein. Verstanden. Ziemlich unlogisch, aber okay. Macht ihr mal. So landet man dann auch mal schnell im Pool. Nadja, wo bist du? Was machst du? Ah, du willst da oben was lesen. Okay. Das ist ja auch süß. Ja, Nadja, du könntest ja auch mal schauen. Wir lassen erstmal Enrico sich ein bisschen fertig duschen. Entschuldigung, da. Okay. Nadja, dann kannst du ja mal hier das Telefon in die Hand nehmen. Und ihr könnt dann zusammen zum Markt fahren. Super. Okay. Hier ist der Markt. Da wollen wir hin. Aber wo muss ich? Hier hin? Nein, eher nicht. Ich will ja hier hin. Ich denke ja mal, das ist offen, oder? Wenn ich von dort nach dort gehe. Wir versuchen es einfach. Ja, man merkt, ich bin wirklich schon länger nicht mehr dort gewesen. Ja. Ich kenne mich nicht zu 100% in Sims aus, so wie andere das tun. Und aber ich finde das nicht schlimm. So habe ich auch immer noch was Neues zum Entdecken. Ja, wo ist denn der Markt? Markt? Hallo? Da stehen Pflanzen. Da müssen wir auch mal vorbeischauen. Hier. Habt ihr den schönen Vogel gerade gesehen? Zwiebelpflanze, nein, die haben wir. Der ist einmal so kurz durchs Bild geflogen. Oh, manchmal kriege ich so einen
Knoten in die Zunge, da kommt einfach nichts raus. Ja, hier ein schöner Garten angelegt, ne? Salvadorianische Kulturfähigkeit erworben. Nadja beginnt die salvadoranische Kultur zu verstehen. Sie kann nach lokalen Sehenswürdigkeiten fragen und mehr über das örtliche Kulturerbe herausfinden. Die lokalen Speisen bieten ein großes kulinarisches Abenteuer. Das stimmt, das stimmt. Ach so, wie doof. Der Markt ist hier. Ja, da war ich dann ein bisschen blöd. Aber egal. Kennt ihr ja schon aus der letzten Folge, ne? Man könnte sich ja so langsam dran gewöhnen. Oh, warum kann ich hier nichts kaufen? Oder muss ich bei dir was kaufen? Ah, nach neuen Waren. Komm, wir stellen uns erstmal vor. Und dann fragen wir nach Ware. Und dann können wir auch zusammen hier was essen. Wie sieht's aus? Na, nein, noch nichts essen. Okay. Enrico, wo bist du? Da, ihr sitzt beide an der Bar. Okay. Ja, da sitzt man gut, ne? Kann neue Leute kennenlernen. Aber, Nadja, was trinkst du? Tee? Kaffee? Mate-Tee. Okay, gut. Denn du versuchst schwanger zu werden, ne? Nicht, kein Alkohol, bitte. Vor gar nicht allzu langer Zeit taumelte eine Pilotin aus dem Dschungel. Sie berichtete von einem alten Artefakt in der Nähe der Absturzstelle. Ehrgeizige Archäologen sollten nach dem Flugzeug suchen. Okay. Ja, könntest du mir dann bitte auch Ware verkaufen? Das wäre sehr nett. Ah, doch, da geht's. Forschungszubehör kaufen. Ah, da mag mich jemand nicht. Okay, ist nicht schlimm. Kein Problem. Man muss mich ja nicht mögen. Okay, das kleinste Reisebett. Nein, nein, nein. Ja, so war das nicht gedacht. Was soll ich denn damit alles anfangen, ne? Ja, da ist aber kein Messer. Gar nichts, was wir gebrauchen könnten. Nö. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Schade eigentlich. Was kannst du hier machen? Nix. Ja, schade. Und du? Bist du irgendwie total Zen? Ist das schon wieder diese Cho? Natürlich, Pitney Cho. Wir werden die nicht los. Aber schaut mal, wie total entspannt sie hier langläuft. Dann muss dieser Urlaubsort ja super sein. Wenn sie schon so total gechillt ist. So, das finde ich, also das nervt mich aber jetzt. Warum kann ich jetzt hier nichts kaufen? Hier steht auch schon, alle stehen hier rum. Ich möchte das Messer dort. Oh, ich habe nichts gesagt. Hat dieser Typ sie jetzt gekauft? Wetten? Klar. Ist nicht drin. Ja, da müssen wir später halt wiederkommen. Und was liegt hier? Oh, ein kleines Hundi. Ich wusste gar nicht, dass auch hier Streuner rumlaufen. Ja, er muss dringend auf Toilette, dann machen wir das mal. Hier, so, welche Tür ist die richtige? Ach, das ist egal, gut. Dann geh mal auf Toilette. Oh, du kannst uns. Warum bist du böse mit Nadja? Die hat ja gar nichts getan. So, Nadja ist inspiriert, bestimmt durch den Tee. Ja, dir geht's super. Was gibt's denn da oben? Da ist eine Treppe. Ach, nur eine Terrasse, okay. Ja, schade. Wirklich sehr schade, dass ich das jetzt verpasst habe zu kaufen. Hier können wir ja auch ein bisschen angeln gehen später. Und uns noch ein bisschen umschauen, ob wir was zum Ernten finden. Da kann der Enrico jetzt mal ein bisschen hier angeln gehen. Wir nehmen die Nadja einfach mit. Beide tun das doch recht gerne. Angeln. Und du gehst auch hier hin. So, dann geht ihr alle angeln. Und nach dem Angeln kann man ja schnell was essen. Vielleicht ist ja dann auch dieser Tisch da aufgefüllt. Level 2, ein Salmler. Oh, schade. Ich dachte, hier würden wenigstens andere Fische rumschwimmen als bei uns.
Wie scheint es, sind es aber immer die gleichen? Oder hat es etwas mit der Fähigkeit zu tun, welche Fische man fängt? Ja, schade eigentlich. Dann können sie auch gleich was essen gehen. Ja. Na gut, dann komm. Dann geht was essen. Dann müsst ihr nicht kochen, wenn ihr nachher nach Hause geht. So, Tische sind immer noch leer. Schade. Na, dann schauen wir uns mal an, was man hier zu kaufen bekommt, ne? Hier, hör mal auf. Und du bitte auch, komm her. Ja, du kannst Essen bestellen, aber die Nadja, die kann nur handeln, oder wie? Komm, nimm du dir Empanadas. Und die Nadja, wenn sie dann hier. Okay, jetzt kann sie. Oh, verstehe ich alles nicht. Ja, du kannst dir dann die Platanos Fritos bestellen. Ja, der Enrico wird von irgendjemandem aufgehalten, ne? Ja. Nein, du sollst dir das jetzt bestellen. Du bist ein hartnäckiger Falscher, weißt du was? Ich gebe dir 25% Rabatt auf alle Sachen auf diesem Tisch. Was sagst du? Na super. Freut mich. Ey, hallo? Jetzt hat sie doch tatsächlich dicht gemacht. Wieso schon jetzt mein Essen bekommen? Warum machst du das? Komm, mach wieder auf. Na los. Danke. Hier, nimm dein Essen. War zwar nicht deins, aber egal. Ja. Ach so, du bist ein Mann, keine Frau. Entschuldigung. Aber ich glaube, die Nadja hat schon ziemlich zugelegt, seit wir sie kennengelernt haben, oder? Was denkt ihr? Irgendwie finde ich, hat sie ein bisschen zugelegt. Aber meistens passiert das ja in einer Beziehung oder nach der Hochzeit. Ah oh, ja. Ich finde es aber jetzt nicht schlimm, sieht ja immer noch hübsch aus. Aber so gegenüber von Enrico, der hat gar nichts zugelegt und die Nadja hat zugelegt. Dann wird sie wohl genetisch etwas dazu veranlagt sein, schnell zuzunehmen. Was ist mit dir? Überwältigender Geschmack. Die traditionellen Gewürze waren ein wenig zu heftig. Nadja konnte das Gericht nicht ganz aufessen. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja, Nadja fühlt sich hier gerade nicht sehr wohl. Ich denke, dann gehen wir wieder zurück. Dann werden wir noch den Abend ruhig in unserem Bungalow ausklingen lassen. Ach, der Enrico hat auch noch Hunger. Ich glaube, da müssen wir doch kochen in der kleinen Küche. Aber nicht weiter schlimm. So, ja. Was ist denn los? Immer noch unwohl? Tut mir leid. So war das nicht geplant. Ja, Enrico, du kannst dir dann hier noch schnell was Kleines kochen. Was machen wir denn? Abendessen? Hier so ein Buntbarsch aus der Pfanne wäre doch was. Richtig lecker. Und die Nadja, du schwimmst hier noch ein bisschen rum. Ja, schwimm du ein bisschen hier. Amüsier dich gut im Pool. Der Enrico kocht jetzt noch was Kleines, weil er hat immer noch Hunger. Ah, zeig uns mal, was du kannst. Aber gut zu wissen, dass das auch so über Eck geht, ne? Ich habe zu Hause extra aufgepasst, als ich das Haus gebaut habe. Aber scheint ja zu funktionieren. So, und jetzt bitte nichts abfackeln, ne? Wir kennen das doch, gell? Oh, hier steht Musik. Komm, wir machen ein bisschen Musik. Nein! Nicht schon wieder. Oh Mann, ehrlich. Oh, Enrico. Wir müssen dich wohl echt aus der Küche verbannen, ne? Du darfst nichts mehr hier mit der Küche zu tun haben. Oh, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Ja, also Nadja, du musst hier dieses Feuer löschen kommen. Und Enrico, du löschst dich dann selbst, ne? Schnell, lauf! Los, spring unter die Dusche. Nadja, beeil dich. Nadja, wo bist du denn? Du brauchst zu lange, bevor uns die ganze Bude hier abfackelt. Oh je, oh je, oh je.
So, nein, Enrico, statt rauszulaufen, kannst du deiner Frau auch helfen. Oh Mann, 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 Mann. Schneller, komm, bevor hier alles abfackelt. Oh, hier ist eine Sprinkleranlage. Oh, das finde ich ja auch gut. Aber egal, so geht's auch. Oh, Gott sei Dank, geht nochmal alles gut gegangen. Aber Enrico, du bist ja echt, also, tut mir leid, aber nein, du kochst nie, nie wieder. Das ist schon das zweite Mal, dass du dich hier abfackeln möchtest. Ja, warum rennst du denn jetzt immer noch raus? Es ist doch alles gut jetzt. Deine Frau hat dich gerettet. Angesenkt. Ich bin von Kopf bis Fuß voller Asche. Wasch das Zeug besser ab. Ja, das machen wir jetzt auch. Jetzt kannst du duschen gehen. Und dann stellen wir immer noch selbst löschen. Warum denn? Du bist doch gelöscht. Naja, Nadja ist total erschöpft. Moment. Was? Ich soll das Teil jetzt ersetzen für so viel Geld? Oh Mann. Nö. Nö, mache ich jetzt nicht. Das ersetze ich irgendwann später mal oder so im Baumodus, aber ich ersetze das jetzt nicht. So, ja, jetzt bist du ja gelöscht, dann kannst du jetzt duschen. Okay, gut. Dann dusch jetzt mal und dann kannst du dich zu deiner Liebsten ins Bett legen gehen. Anscheinend möchten sie hier oben schlafen. Ach, Mist. Das habe ich. Oh, das kann nur ich. Das kann echt nur ich. Die Süße schläft einfach weiter. So, dann Enrico, mach mal. Ja, schön, dass du dich selbstsicher fühlst. Bestimmt, weil du ein Feuer gelöscht hast. Klar. Ach je. Oh, man kann den Enrico nicht alleine lassen. Nein. Und auf keinen Fall kochen. Aber ich glaube, das ist so eine Taktik von Enrico, ne? Ich habe nämlich gesagt, jetzt darf er nicht mehr kochen. Ja. Sei schlau, stell dich dumm, ne? Dann muss man nichts mehr tun. So, komm, Enrico. Mach mal ein bisschen schneller mit Duschen und dann geht's hier ins Bettchen. Wir wollen ja heute noch schlafen. Automatische Lichter. So. So schläft es sich doch gleich besser, ne? So. Und ich mache dann hier auch für heute einen Cut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich besser machen soll, was euch nicht so gefällt und so weiter und so fort. Ja, eigentlich nicht viel Spannendes heute passiert, außer dass der Enrico sich wieder selbst abfackeln wollte zum zweiten Mal. Ja, dann sage ich mal an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!